Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Schmuggler. Jawohl, ich hab's richtig gesagt. Noch die Mission abgeben. Welche denn? Ach, da hinten. Okay, ich nehme noch mal schnell das. Wir nehmen noch mal schnell das hier hinten noch an. Bald wird es nichts mehr geben, wofür in diesem Krieg gekämpft wird. Das hier nochmal schnell an. Alice, meine Liebe, steigere dich nicht da rein. Wir wissen nicht, ob er es war, und es macht wenig Sinn, eine Fremde damit zu belästigen. Du bist so gefühllos, Jero. Wir sprechen von unserem Sohn. Er könnte noch leben und auf dieser Insel sein. Und dir ist es egal. Ich glaube fast, du wärst froh, wenn er tot wäre. Das ist nicht wahr. Ich sehe einfach nur keinen Sinn darin, uns Hoffnungen zu machen und die Zeit anderer Leute zu verschwenden. Wir werden auch nicht die Zeit anderer Leute verschwenden. Wir bezahlen dafür. Wir haben Credits. Es gibt überall Söldner. Wie ihr. Könntet ihr uns helfen? Worum geht's? Vielleicht? Geld? Wo? Habt ihr da gerade was von Credits gesagt? Hört nicht auf sie. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Meine Frau sieht Gespenster, das ist alles. Meine Freundin hat ihr erzählt, dass sie unseren Sohn auf der Manette-Insel gesehen hat, aber meine Frau weiß nur zu gut, dass unser Sohn tot ist. Unser Sohn wurde uns vor Jahren genommen, als die Separatisten unser Haus überfielen. Mein gefühlloser Ehemann glaubt, dass er tot ist, aber ich ertrage diesen Gedanken nicht. Unsere Freundin sagt, dass sie ihn gesehen hat, mit seinen dicken Bäckchen und seinen staubigen blonden Haaren. Oh, ich muss einfach wissen, ob es stimmt. Was braucht ihr? Ihr leidet sicher sehr. Vielleicht solltet ihr euch damit abfinden. Es muss schrecklich sein, den eigenen Sohn zu verlieren. Oh ja, aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Jenna sagt, dass sie ihn auf der Manette-Insel gesehen hat. Bitte, könnt ihr nach ihm suchen? Ich gebe alles, was ich habe, um ihn heil zurückzubekommen. Ich mache es. Haltet schon mal das Geld bereit. Mal sehen. Ich will Geld sehen. Der Rest schert mich wenig. Oh, danke. Danke. Er heißt Paul und hat ganz besondere blaue Augen. Er sieht aus wie sein Vater. Man muss ihn einfach erkennen. Nun, es ist eure Zeit. Es ist meine Zeit. Okay, ich finde Paul. Okay. Er hätte jetzt auch schon vorgehen können. Ich habe sowieso Raketenschub. Das ist ja eine gewisse Typ. Nein, ist er nicht. Verdammt, falsche Chat. Warum hat der jetzt hier so einen komischen Strich davor gemacht? Feldmission? Schön, nehmen wir die auch nochmal mit. Die Person, ach so, Kopfgeld-Event läuft auch wieder. Wusste ich jetzt nicht. Scheiße. Ich hasse das. Ihr leitet die Kommunikation? Ich habe ein Relais bei einem Separatistenversteck gefunden. Man hat unsere Signale angezapft. Verdammt! Ich dachte, wir hätten das schon vor einem Monat unterbunden. Ich werde alle aktuellen Übertragungen prüfen und sicherstellen, dass nichts Wichtiges herausgekommen ist. Ich schulde euch etwas. Separatistenbewegung. Da. Oh, ich wurde Stufe 10. Ausweichen. Erhöht deine Chance, nahen Fernkampfangriffen auszuweichen. 3 Sekunden lang und 200%. Tarnung wird nicht aufgehoben. Okay, und wird der Navigation. Okay.
kann er das nicht machen? Dann wohl, okay. Mal einen kurzen Schnitt, bis gleich. So, da ist er endlich. Ihr scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Wer hat euer Fahrzeug zerstört? Verdammte Separatisten! Seht euch meinen AT an. Ihre Raketenwerfer haben den Dura-Stahlpanzer einfach so durchschlagen. Den Rauchspuren nach zu urteilen, war das Mörson MX-2. Das sind gestohlene Waffen der Republik. Sie setzen unsere eigenen Waffen gegen uns ein. Kann ich helfen? Wirklich übel. Wie soll es weitergehen? Ich kann vielleicht etwas tun. Die Raketen wurden von der Brücke abgefeuert. Die Raketenschützen müssen ausgeschaltet und alle gestohlenen Waffen auf der Manette-Insel vernichtet werden. Kriegt ihr das hin? Endlich mal was Spannendes. Was bekomme ich dafür? Vergiss es. Was springt dabei für mich raus? Ihr werdet für eure Mühen entlohnt werden. Versprochen. Viel Glück da draußen. Okay. Warte auf mich. Ich will kein Holo-Gespräch. So, ein Gespräch beteiligen will ich. Hört zu, wenn ihr mich hier verjagen wollt, dann sage ich euch das gleiche wie diesem verspannten Commander. Keine Chance, kapiert? Ich habe genauso gut das Recht, hier zu sein wie ihr. Eigentlich habe ich sogar mehr Recht. Ich bin ein Beispiel der Redefreiheit, ein Vorbild für die Nachwelt. Und was seid ihr? Eine kleine Nummer, das seid ihr. Völlig überflüssig. Also sagt mir nicht, dass ich verschwinden soll. Das werde ich nicht tun und dabei bleibt es. Deshalb bin ich nicht hier. Ich klinge frustriert. Na, ihr seid ja drauf. Mit der Einstellung kommt man nicht weit. Bitte? Das will ich doch überhört haben. Damit habt ihr ein Problem, was? Mutige Bürger, die für ihre Rechte eintreten und... Oh, verdammt, ihr seid gar nicht von hier, oder? Tut mir leid, ich habe einfach ein zu schnelles Mundwerk. Aber jetzt ist das Gehirn hinterhergekommen und ich habe eine Idee. Ich muss etwas erledigen und habe nicht genug Credits, um die gesamte korrupte Armee von Ord Mantell zu bestechen. Aber für eine kleinere Armee sollte es reichen. Kann man euch anwerben? Kommt darauf an. Solange wir Zeit, nicht jetzt. Was ist das für eine Operation? Seht es als Abenteuer an. Moment, nein, tut das nicht. Dann würdet ihr nur herumstreuen. Seht es als Job an. Mein Partner und ich haben gerade den Aufstand auf der Manette-Insel dokumentiert, als die Separatisten angegriffen haben. Überall Bomben und ein Gemetzel, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Fantastische Aufnahmen. Jetzt ist mein Partner verschwunden. Ein netter Junge, aber nicht viel im Oberstübchen, wenn ihr versteht. Er ist immer noch irgendwo dort auf der Insel. Ich hole ihn raus. Ihr wollt ihn zurück? Ich garantiere für nichts. Ich werde euren Partner finden. Sicher, warum nicht? Ich mache mir zwar mehr Sorgen um die Holo-Aufnahmen vom Aufstand, aber er ist immerhin ein netter Junge. Hört zu, wenn ihr meinen Partner findet und zurückbringt, umso besser. Er heißt Wax und ist ein aufgeblasener kleiner Holo-Aufnahmespezialist. Wenn er tot ist oder sowas, bezahle ich euch trotzdem für die Holodisks, wenn ihr sie findet. Da sind tolle Aufnahmen drauf, fantastische, blutige Sachen. Die will ich sehen. Ich komme wieder. Klingt nach einer guten Sache. Sicher, wie auch immer, verschwindet. Ich melde mich, wenn ich was entdeckt habe. Bringt mir diese Disks. Das heißt, bitte. Beziehungsweise Postfach natürlich nicht. Darf ich bitte was sehen? Okay, das Datacron, das hole ich jetzt nicht. Das habe ich damals schon mal irgendwann mal gut. Wenn ihr es haben wollt, dann müsst ihr jetzt hier unter der Brücke lang gehen und dann da hier am Strand weitergehen. Dann irgendwann bei einem Elite-Gegner ist es dann irgendwo. In so einer Grube irgendwo drinne. Müsst ihr dann mal gucken. Ich habe jetzt gerade wieder kein Postfach. Das ist doof. Ich glaube, erweiterte Klasse mache ich auch erst, wenn er erweiterte Klasse wählt. Manette-Insel. Okay, dann machen wir noch schnell hier die Gegner. Die Scharfschützen, oder wie auch immer die, was soll man die sagen? Raketenschützen sind es. Die natürlich gerade selbstverständlich nicht da sind. Also, aber ich habe heute auch Pech, oder? Warte, da sind noch ein paar. Alter! Ich fällt gerade auf, ich habe bisher noch kein einziges Mal diese Attacke benutzt, überhaupt irgendwelche anderen. Ich glaube, ich habe bisher nur die 1 benutzt. Die
Kompass muss ich da morgen gucken, wenn die Wege Postfach ist. Wo ist er jetzt hingegangen? Wie ist er jetzt runtergefallen? Okay. Vielleicht wird das sogar ein Dreispieler-Together-Let's Play werden. Okay, machen wir noch die Dinger kaputt. Und die Kisten. Okay, dann haben wir das auch schon. Muss er da nicht rein? Ja, anscheinend nicht. Erweiterte Klasse werde ich übrigens, ich kann es euch schon mal zeigen, Schurke nehmen, aber ich will das jetzt hier nicht erklären, schließen. Weil das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern und ich will es lieber machen, wenn er auch erweiterte Klasse wird, dann sind wir beide erweiterte Klasse und dann wird das, glaube ich, besser sein. Ich könnte es zwar jetzt schon machen, aber ich habe es nicht gesagt. Okay, das hat er auch schon gemacht, perfekt. Okay, dann muss ich nochmal nach da hinten hingehen. Was ist hier noch? Ein paar Gegner noch. Natürlich zieht der Druide nicht dazu. Warum sollte er denn auch? Genau, hier war es auch damals. Hier war ich damals auch schon mal. Als ersten Charakter. Hier bin ich aber nur gestorben. Irgendwie bin ich gestorben und immer wieder da hinten respawned, gestorben, respawned, gestorben. Also das war echt peinlich schon fast. Hier, die Booms. Jetzt ist hier Schnellschuss. Ich hab sogar gar nicht, wie das auf dem Set ist. Scharfer Scharfschuss kann ich so oft spielen, obwohl das eine richtig geile Attacke ist. Okay, zwei Gegner fehlen auch noch. Aber das brauchen wir nicht. Das Dumme ist, dass in den Kisten kein Geld mehr drin ist. Und früher war ja da auch noch Geld drin. Okay, ich würde sagen, wie oben so unten hat Artinos abgeschlossen. Was ist denn das? Hier die Botschaft ist auf Corellia. Ach du Kacke. Wie gesagt, machen wir noch zwei Gegner und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Das war's für die Folge. Bis bald. Ciao.